left to fight what we felt inside. Red wine in your bed on the naked floor behind that gated door, always so discreet on 14 Washburn Street. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Freitagsvlog. Meine Güte, was für eine räudige Woche das war. Obwohl sie eigentlich vom Prinzip her so schön war. Ich bin ja immer noch hier in der Heimat und ich war viel mit Wally unterwegs. Ich habe viel geschafft und alles, aber von den Ereignissen, die sich wieder überschlagen haben, ja, davon will ich gar nicht anfangen zu reden. Das war auf jeden Fall eine sehr schwere Woche für mich. Ich war emotional häufig mal getriggert gewesen. Und jetzt ist aber der letzte Tag, wo ich mich hier befinde. Wir werden nachher gleich noch nach Cottbus fahren zu Anna und dann auch noch zu Jasmin. Und ich freue mich so riesig, die beiden zu sehen. Jasmin habe ich letztens erst zu Wallys Geburtstag gesehen. Anna, oh, da weiß ich gar nicht mehr, wann ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ist auf jeden Fall auch schon ewig her. Wir haben zwar hin und wieder mal geschrieben miteinander und ich bin so ein bisschen auf den Stand, was aktuell in ihrem Leben so läuft, aber ich kenne die ganzen Details nicht. Und ich freue mich riesig, dass wir heute mal so einen Mädelsabend machen und was zusammen essen gehen und danach hoffentlich noch in eine Cocktailbar und uns dann einfach mal wieder auf den neuesten Stand bringen können. Und ich werde heute auch bleiben und bei übernachten und morgen werde ich dann zu Jasmin fahren und dann ist sozusagen die Reise in die Heimat auch abgeschlossen und dann beginnt für mich ein neues Kapitel, denn ich habe, wie ihr vielleicht schon aus dem einen Walk and Talk gehört habt, ich habe einen Platz bekommen in der Tagesklinik. Eigentlich sollte ich ja erst Mitte Oktober aufgenommen werden, aber ich wurde jetzt verfrüht drangenommen, weil sich irgendjemand entschieden hat, er braucht diesen Platz nicht mehr. Und ja, jetzt geht's los und ich bin nicht so aufgeregt wie zum Beispiel, wenn man sagen könnte, erster Schultag oder so, sondern ich bin eher so, naja, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich freue mich auf der einen Seite, aber ich weiß ganz genau, es wird sehr aufwühlend werden, es wird sehr schwer werden und ich habe ein bisschen Angst davor, mit dieser fremden Gruppe sozusagen zu interagieren. Es ist ja eine heterogene Gruppe, das bedeutet, es sind alle Altersklassen ab 18 sozusagen vorhanden. Es wird darauf geachtet, dass die Gruppe bunt gemischt ist, aber gleichzeitig ist das für mich natürlich auch kein Ort, wo ich sagen kann, da finde ich jetzt ganz viele neue Freunde, sondern einfach nur, da lerne ich jetzt andere Menschen kennen, die vielleicht ähnliche Probleme haben wie ich. Und naja, mal gucken, wie ich mich da so in die Gruppe einfügen kann. Ansonsten, was das ganze Körperliche und Psychische bei mir angeht, hat sich jetzt etwas verändert. Die Parästhesie ist endlich vorbei. Ich habe jetzt keine Blitze oder Zuckungen mehr. Ich fühle mich jetzt einfach wieder ganz normal. Und das Emotionale, was ich bei mir gemerkt habe als Veränderung diese Woche, war, dass ich extrem viel anfange zu weinen. Also ich glaube, ich habe an keinem Tag weniger als 2 Mal geweint, bis auf heute. Heute habe ich noch nicht geweint. Viele würden vielleicht sagen, was, das ist doch absolut eine Verschlechterung, aber ich finde, wenn man weiß, wie es mir wirklich geht, ist das eine Verbesserung, weil davor habe ich mich einfach wie betäubt gefühlt. Ich wollte die ganze Zeit weinen, das hat alles so auf mir gelastet, das war wie so ein Stein, den ich mit mir rumgetragen habe. Und jetzt habe ich die Hoffnung, beziehungsweise jetzt merke ich, okay, jetzt kommt alles raus. Jetzt kann ich zwar die ganze Zeit losheulen und fühle mich von den kleinsten Dingen sozusagen, naja, irgendwie verletzt und dann rollen wieder die Tränen bei mir, aber ich merke auch, es hat was Befreiendes. Und man sagt zum Beispiel, bei den Depressionen ist es so, am Anfang machst du dir Sorgen, dann fängst du an zu weinen, dann fängst du jeden Tag an zu weinen und irgendwann kannst du nicht mehr weinen. Und wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, dass du keine Erlösung mehr findest und nicht mehr weinen kannst, dann ist Alarm. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt sozusagen eine Stufe aufgestiegen und weine zwar die ganze Zeit,
aber dadurch geht es mir auch irgendwie besser. Dadurch habe ich das Gefühl, ich kann mich so ein bisschen entleeren und ja, fühle mich danach einfach befreiter. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. So, ich bin jetzt bei meiner wundervollen Anna und wie ich vorhin schon erzählt habe, gehen wir gleich noch was essen. Allerdings habe ich ein kleines Geschenk für Anna dabei. Dadurch, dass wir uns ja so lange nicht gesehen haben, müssen wir den Abend heute mal gebührig feiern und deswegen habe ich zwei Glückskekse mitgebracht. Du darfst deren aussuchen. Ich esse nicht. Ja, den. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kekse noch schmecken. Die sind schon ein bisschen älter, aber es kommt ja eh nur auf die Nachricht an, oder? Ja, definitiv. Willst du zuerst verlesen? Lies ruhig vor. Oha. Dann kriegst du dich auch. Oha. Naja, gut, okay. Also, ich esse vielleicht nicht. Brauchst du nicht. So, in meinem Glückskick steht, ärgere dich nicht über Kleinigkeiten. Naja, das, ja, da fallen mir ein paar Verbindungen ein. Ja. Und bei mir steht drin, jeder von uns muss lernen, das Glück in sich selbst zu finden. Wow. Sehr stark. Wie philosophisch. Das muss jetzt mal so, darüber müssen wir jetzt nachdenken, aber das tun wir auf dem Weg zum Sushi. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors. Only feeling blue. There's a lot of colors lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by. Wieder bei Anna zu Hause und machen so ein kurzes Verdauungspäuschen, weil wir haben, glaube ich, echt ein bisschen viel gegessen. Gerade auch ich habe mal richtig gegönnt, hat man auch an der Rechnung gesehen. Und naja, wir wollen jetzt gleich noch in eine Cocktailbar gehen, aber wie gesagt, erstmal kurz durchatmen, ein bisschen uns aufwärmen und dann schauen wir mal, was die Nacht noch so bringt. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Thank you.
Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ist jetzt der nächste Tag. Anna und ich waren gerade frühstücken gewesen und für mich wird die Reise jetzt weitergehen. Ich werde jetzt Anna verlassen und zu Jasmin gehen und dann fahren wir in Jasmins Heimat und feiern ihren Geburtstag nach mit ein paar anderen Leuten und mal sehen, wie es da ist. Ich hoffe, ich komme nochmal dazu, irgendwie mein Handy aufzuladen. Das ist auch gerade irgendwie nur noch bei 15% oder so. Ich habe es irgendwie vergessen, in der Nacht aufzuladen und ja, ich bin ein bisschen müde. Wally auch. Aber das hilft ja alles nicht. Wir müssen trotzdem weiter. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. Das sind übrigens Jasmins Barfußschuhe, die sie sich kaufen wollte. Und das sind meine Barfußschuhe. Hurra! Take the love.
bei diesen Heuballen auch Erinnerungen hoch. Mal sehen, ob das nochmal klappt mit Wally. Oh, das war immer abgerutscht. Andere Seite. Was für ein Wochenende. Ich muss zugeben, wir haben es jetzt, glaube ich, 19 Uhr oder 19.30 Uhr oder so. Und ich bin fix und alle vom Wochenende. Ich habe das Gefühl, ich bin richtig viel unterwegs gewesen. Aber in Sachen Energie und so bin ich jetzt komplett kurz vor Null und brauche dringend mal eine Pause und ein bisschen Erholung und Zeit für mich. Und es tut mir leid, dass ich zwischendurch so wenig gesagt habe. Irgendwie hat es sich nie so richtig ergeben, weil ich halt, wie gesagt, nie alleine gewesen bin. Und jetzt bin ich hier und morgen ist dann mein Aufenthalt in der Heimat vorbei und ich werde mit Wally wieder zurück nach Jena fahren. Denn übermorgen beginnt ja dann schon meine Tagesklinik und ja, ich bin gespannt, wie es sein wird. Ich muss sagen, die Zeit in der Heimat ist unheimlich schnell vorbei. Die ersten Tage haben sich wirklich wunderschön angefühlt, aber irgendwann war auch hier der Wurm drin. Ich habe gemerkt, ich kann nicht von meinen Problemen weglaufen, beziehungsweise es ist einfach in mir. Ich schleppe das überall mit hin. Und selbst wenn ich den wunderschönsten Abend mit Anna oder mit sonst wem verbracht hätte, ich fühle mich danach trotzdem irgendwie leer und einsam und nicht so gut. Und ich habe es halt auch gemerkt, selbst wenn schöne Ereignisse anstehen, so, ich kann mich nicht hundertprozentig freuen. Ich kann mich natürlich bemühen und versuchen, ein freundliches Gesicht zu machen, mich irgendwie an allem zu beteiligen, mich mit Leuten so, ja, zu unterhalten und einfach versuchen, mittendrin zu sein. Aber ich merke halt selbst, dass ich eigentlich dazu kaum Energie habe und nicht wirklich in der Lage bin, gerade neue Kontakte zu knüpfen. Und mich interessiert das eigentlich auch gar nicht, was andere Leute über ihr Leben erzählen. Denn heutzutage in Corona-Zeiten sind das meistens eh nur negative Sachen und Sorgen und davon habe ich genug alleine. Ja, naja, es war irgendwie eine komische Stimmung gewesen, aber ich muss trotzdem sagen, ich bin froh, dass ich Anna und Jasmin mal wieder gesehen habe und ja, das mit meiner Oma, dass wir sie im Krankenhaus besucht haben, das war natürlich auch nochmal so eine Sache gewesen. Meiner Oma geht es jetzt in den letzten Monaten, muss man sagen, eigentlich immer schlechter und sie ist jetzt 82, wenn mich nicht alles täuscht, naja.
Und mal sehen, wie lange das noch weitergeht. Das ist dann so eine Sache, wo ich mir denke, es ist unausweichlich. Irgendwann wird es auf mich zukommen. Vielleicht in dem nächsten Monat, vielleicht erst in einem Jahr, vielleicht in 5 Jahren oder vielleicht sogar in 10. Aber es wird auf mich zukommen. Es wird ein weiterer Verlust in meinem Leben auftreten. Und ja, das Leben ist endlich und die Zeit vergeht einfach und alles verstreicht und man kann die Zeit nicht richtig nutzen. Es ist halt alles sehr schade und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, jetzt als ich in Cottbus war, mich haben so viele Sachen, zum Beispiel auch an Max erinnert, an unsere gemeinsame Zeit. Es war für mich nicht leicht gewesen, überall hinzugehen, weil eigentlich ist, ganz ehrlich, ist Cottbus meine Stadt. Ich wurde dort geboren und Max ist nur dort hingezogen, so gesehen. Und trotzdem laufe ich durch die Straßen und kann und fühle mich da nicht mehr wohl. Ich fühle mich nicht mehr zu Hause. Ich habe zwischendurch immer mal wieder in Jena überlegt, ja, soll ich nicht vielleicht wieder zu Cottbus zurückziehen? Vielleicht ist das einfach nichts für dich in eine andere Stadt. Vielleicht gehörst du dorthin. Und jetzt, wo ich da war, dachte ich mir auch, das fühlt sich nicht nach zu Hause an. Ich kenne mich natürlich dort aus und alles, aber ich fühle mich dort einfach nicht richtig wohl. Und das würde sich auch nicht ändern, wenn ich wieder hinziehe. Und jetzt stehe ich da und denke mir so, Jena ist nicht meine Stadt, Cottbus ist nicht meine Stadt. Wo ist denn bitteschön mein Zuhause? Wo soll ich denn irgendwann mich eines Tages niederlassen? Und ich habe auch gemerkt, also über die letzten Monate hat sich vieles verändert, auch in Cottbus, auch so in meinem Freundeskreis. Und mir ist aufgefallen, durch Corona ist so eine gewisse Ära zu Ende gegangen. Viele Beziehungen sind auseinandergegangen, ein paar neue haben sich gefunden, wodurch sich das Leben auch wieder von denen verändert hat, aber wo man gleichzeitig auch mit beeinflusst wird. Andere verlassen jetzt die Stadt, ich bin schon lange weg und trotzdem hatte ich immer noch das Gefühl gehabt, so dieses Ganze drumherum existiert noch, ich müsste eigentlich nur zurückkommen und dann wäre es wieder da, dann wäre ich wieder mit dabei. Aber jetzt denke ich mir, es gibt kein Zurück mehr. Diese Zeit ist vorbei, ich muss sie genießen, also nicht genießen, ich muss sie einfach in Erinnerung halten. Ich hätte sie genießen sollen, als es soweit war, als ich noch da gewesen bin, als es einfach gewesen ist. Aber jetzt ist sie vorbei und ich denke mir, das Einzige, was mir jetzt noch übrig bleibt, und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt eigentlich in die Tagesklinik darf und neu anfangen kann, das Einzige, was mir jetzt noch übrig bleibt, ist die Flucht nach vorne, weil meine Vergangenheit wird nie wieder so sein. Also ich werde es nie wieder so haben können wie in der Vergangenheit. Und selbst da war ja nicht alles perfekt gewesen. Und wenn mir jetzt meine Gegenwart auch nicht gefällt, dann muss ich irgendwie gucken, dass ich in Zukunft andere Entscheidungen treffe oder vielleicht auch ein paar wichtigere Entscheidungen treffe, wie das zum Beispiel auch ist mit dem Umziehen. Einfach, dass ich die Chance habe, nochmal etwas Neues zu beginnen. Ich kann vor meinem Problem nicht weglaufen, das habe ich auch schon gesagt und das ist mir bewusst. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich hinlaufen sollte, um die Probleme zurückzulassen oder wo ich ankommen wollen würde. Ich muss mir jetzt bloß klar werden, dass es Veränderungen sein werden in der nächsten Zeit, dass es wahrscheinlich wieder richtig hart werden wird, dass ich da sehr zu strugglen habe, aber dass das die einzige Möglichkeit jetzt ist, neu zu beginnen und ja, zu schauen, wie das weitergehen kann, damit ich irgendwann mal wieder das Gefühl habe, sowas wie ein Zuhause zu haben, mich in der Gemeinschaft wohlzufühlen und einfach das Gefühl zu haben, angekommen zu sein. Also so richtig. Und wie das mit meinem Leben so weiter verlaufen wird, das könnt ihr ja natürlich auch mit begleiten. Immer wenn ihr in den Freitagsvlogs einschaltet, dann werde ich euch darüber informieren. Und ich würde sagen, jetzt haben wir wirklich lange genug gelabert und erzählt. Und jetzt mache ich endlich eine Pause von diesem ewig langen Wochenende und entspanne mich mal eine Runde. Und ich glaube, ich sollte mal wieder Wrestling gucken, denn ich habe die letzten 2 Wochen, seitdem ich hier bin, keine einzige Folge mehr SmackDown oder Raw geguckt und ich habe einiges nachzuholen. Also bis dann. Wir sehen uns nächstes Mal wieder in Jena. Macht's gut, bis dahin und ciao.